Wieso steht ein Holzfäller neben ihm? Seid ihr befreundet? Was wünscht ihr? Oh, du hast aber ganz schön viel vor. Also als erstes, ich habe ein Buch für dich. Das ist perfekt. Na, das ist aber doof. Ich hätte es vorher lesen sollen. Hätte man das lesen können? Ist das Buch noch da? Ah. Das lese ich mal in Ruhe durch. Und das war eine schöne Geschichte. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Dann gibt es mehr Geld für das Buch, das ist gut. Was wünscht ihr? Was habt ihr denn noch? Oh, Verzeihung, Jimmy, da ich war wohl wieder etwas geistesabwesend. Ja, das kenne ich. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit schlafe ich schlecht. Seltsam. Immer wenn ich einschlafe, wache ich nach ein paar Minuten wieder auf. Jetzt bin ich so müde, dass ich mich auf nichts konzentrieren kann. Hey, warum könnt ihr nicht schlafen? Ich weiß auch nicht. Ich habe meinen Tagesablauf nicht geändert und kann es mir nicht erklären. Ich arbeite hart, fälle den ganzen Tag Bäume und ich brauche meine Nachtruhe. Wenn ich doch nur ein bisschen schlafen könnte, wenigstens eine Stunde oder so. Kann ich irgendwie helfen? Ich habe meinen Freund Melapus gefragt, ob er irgendwelche Bücher über das Thema kennt. Er meint, er habe einmal gelesen, dass es helfen könnte, Sylphenflügel zu essen. Das hört sich nicht gut an. Das Problem ist nur, diese Sylphen grässlich riechen. Das ist euch sicher schon aufgefallen. Ich mag nicht mal in ihre Nähe kommen und sie werden ihre Flügel gewiss nicht kampflos hergeben. Würdet ihr mir zufällig helfen? Nicht zufällig helfen? Wenn die stinken, eher nicht. Aber du bietest mir irgendeine Überraschung an dafür. Na gut, dann ja. Vielen Dank, Jemita. Die Waldsylphen schwirren hier überall herum. Ihr habt sicher schon gesehen. Melampus meint, 5 Sylphenflügel würden gegen Schlaflosigkeit ausreichen, obwohl der Geruch ziemlich übel wäre. Ich dachte, wenn ihr sie zu Uno ins Dorf brächte, könnt ihr vielleicht etwas weniger Ungenießbares draus zaubern. Na gut, werde ich machen. Geht mir aus den Augen. Was ist denn das für eine Ansage? Du hast doch bestimmt noch eine Frage an mich. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Ach, Jamie, da, ich hatte gehofft, ihr könntet mir helfen. Seht ihr den Elmin, der hier bei mir steht? Jupp. Ja, und der ist bestimmt nicht erfreut, dass du Holzfäller bist. Seht ihr, der Elmin, der hier bei mir steht. Das habe ich doch schon mal gehört. Sein Name ist Noah. Er hat bereits mehrfach versucht, mir etwas mitzuteilen, aber ich kann ihn nicht verstehen. Was mir zu denken gibt, ist, dass die Elmin so gut wie nie mit Menschen sprechen. Wenn Noah versucht, mit mir in Kontakt zu treten, muss es sich um was Ernstes handeln. Ja, ich habe gerade eben mit ihm geredet. Es ging doch ganz gut. Sollt ihr in nächster Zeit irgendwann zu Klionsee kommen, sprecht doch bitte mit Feyra. Sie hat schon öfters mit den Elm gesprochen und kann vielleicht verstehen, warum Noah uns bittet. Ihr findet sie unten am See. Okay. Ich bin schon unterwegs. Geht mir aus den Augen. Mann, bist du schlecht drauf. Ich hätte jetzt angeboten, ich spreche direkt mit ihm, aber jetzt kannst du warten. So, was haben wir denn hier noch in der Botschaft? So. Ich glaube, das ist wichtig für deinen Wald, dass wir da erstmal die schlafende Ältesten finden. Und unterwegs können wir ja noch eine Pflanze pflücken.
weiter geht's. Oh, der See ist wieder zurück. Aber Uno ist ja auch hier oben. Da muss man ja so und so wieder mit euch will ich gar nichts. Hallo. Schon wieder ein Überraschungsangriff, nicht geklappt. Und da hast du überhaupt nichts für mich gehabt? Das ist ja auch böse. Das geht überraschend schnell hier. So, wer bist denn du? Ihr seid wohl auf, hoffe ich. Allzeit gutes Wetter. Ja, Smalltalk will ich nicht. Ich wollte eigentlich einen Schlafenden hier finden. Was bist denn du da unten? Das ist das falsche Ziel. Nee, dich will ich haben. Das ist doch kein falsches Ziel. Ein bisschen ausweichen. Und Gegenangriff. Und das gleiche nochmal mit dir. So, und dann haben wir diesen Auftrag schon erledigt, das ist doch gut. Aber ich hätte gern die schlafende Ältesten getroffen. Das müssen wir mal ein bisschen anders machen. Kann man das nicht finden, die? Nee, also muss ich suchen. Ganz komische Tierviecher. Ah, woher stinkst du? Aber ich will deine Flügel. Sauber. Flügel bestehen doch ganz aus Chitin, ob die schmecken. Vielleicht mit Zucker. Renn mir nicht den Schwerter rein. Was habe ich denn vorher für Flügel gehabt? Ah, ich darf sie nicht kaputt machen. Wenn man es doch in den Kochtopf schmeißt, gibt es doch da keinen großen Unterschied. Ob die jetzt zerfetzt sind, das wollte ich eigentlich eine Überraschung machen. Gegenangriff. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Jo, die sterben schneller, als ich denken kann. Macht die anscheinend dauernd kaputt. Wo sind denn diese schlafende Alten? Ja,
in Apex. Ach. Dich brauche ich ja noch für einen Mantel. Dreh dich mal um. Nicht schauen. Das ist doch die Überraschung besser. Sauber. Ein Fell. Auf dich zu werden, ist für einen guten Zweck. Und zwei. Hallo? Ihr seid wohl auf, hoffe ich. Ja, aufgewacht. Der ist sofort wieder eingeschlafen. Ihr seid wohl auf, hoffe ich. Und dann verschwindet er. So, Junge, Mädel, Insekt, was auch immer. Flügel von dir. Ist ja nicht viel übrig geblieben. Ja, ich habe Übung drin. Von hinten angreifen. Dann gleich eine schnelle Klinge hinterher. Und schon bist du halt hinüber. Und wenn ich ausweichen kann, kriegst du sofort den Gegenangriff noch dazu. Ah, du siehst schon ein bisschen komplizierter aus. Aber ich habe ja mit der anderen Pflanze schon so weit geübt, dann schaffe ich auch sowas wie dich. Was machst denn du hier? Wie? Also, das machen wir nochmal. Yippie. Oh. Ich glaube, mit genügend Erfahrung. Yep. Das war doch cool. Und ich habe eine Umfrage bekommen. Wieder habt ihr eine Lektion gelernt und wieder hat sich das Blatt gewendet. Gut gemacht. Die embryanischen Gebieter betrachten euch als ein Leuchtfeuer der Hoffnung für Erfolg. Ach, das haben wir doch schon gehabt. Treue und Waffen. Na, gibt auf jeden Fall ein bisschen Lebenskraft. Trank. Sup. Oh, das war eine echt gute Überraschung. Damit hat er gar nicht gerechnet. So, Felle für den Mantel haben wir jetzt fertig. Und mit dem Meller klappt es ja auch langsam. Kann ich mir auch noch ein bisschen was dazu verdienen. Na gut, das war keine Überraschung mehr.
falsche Ziel. So, du stellst dich gleich hinten an, dann kriegst du auch noch eins auf die Mütze. Noch eine und dann haben wir einen Schlaftank zusammen. Oder besser gesagt, da müssen wir ja noch zum Kochen. Da habe ich wohl die Flügel wieder zerschmettert. Jetzt vorbeigerannt. So, jetzt aufpassen. Hallo? Das war's. Ich noch Flügel oder habe ich die jetzt? So 4. Ah, ich kann die nicht alle anzeigen lassen. Dann nehmen wir den weg und den dazu. Dann brauche ich immer noch einen von diesen Flügeln. Yippie. So, Felle habe ich, Flügel habe ich, Leuchtkugeln habe ich. Jetzt bräuchte ich noch einen schlafenden Baum. Und euch zu sammeln ist ja auch nicht schwer. Und ich kriege hier immer noch Erfahrung dabei. Und steige in meinen Sammelfähigkeiten. Pilzdiebe. Hey, da schlaft doch einer.